Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Justus und ich habe ein neues Video für euch. Da ich in letzter Zeit extrem oft gefragt wurde, welches der billigste Wagen in GTA 5 ist, den ich empfehlen kann, beziehungsweise was wirklich billige Autos sind, die auch gut sind, habe ich mir gedacht, wieso mache ich nicht einfach mal ein Video darüber. In diesem Video werde ich euch auf jeden Fall nur Wagen zeigen, die nicht mehr als 100.000 GTA-Dollar kosten, natürlich ohne Tuning. Aber bevor es losgeht mit dem Video, hier eine kleine Info. Wenn ihr nämlich Geld in GTA 5 Online braucht und nicht riskieren wollt, gebannt zu werden, dann klickt jetzt einfach mal oben rechts auf die Infokarte. Da kommt ihr nämlich direkt zu einem Video, wo ich eine Legal-Geld-Mach-Methode für GTA Online erkläre bzw. zeige. Aber genug gelabert, los geht's mit dem Video. Als ersten Wagen ist der Benefactor Schwarzer an der Reihe. Er ist für 80.000 GTA-Dollar zu erwerben. Kauft ihr euch so ein solches Auto, habt ihr auf jeden Fall keinen Fehlkauf gemacht. Er ist schnell, das Handling ist exzellent und driften kann man mit ihm auch richtig. Der einzigste Nachteil bei diesem Auto ist, dass die Tuningkosten extrem hoch sind. Ihr müsst nämlich, um ihn komplett durchzutunen, ca. 360.000 GTA-Dollar hinstrecken. Jetzt habt ihr aber auf jeden Fall ein Monster, welches euch garantiert den ein oder anderen Sieg in einem Rennen bescheren wird. Kommen wir aber auch direkt zum nächsten Wagen. Der zweite Wagen ist der Elegy. Dieser kostet 0 GTA-Dollar, ist also kostenlos. Er ist ein Sportwagen, den viele unterschätzen. Wenn ihr diesen nämlich voll durchtunt für ca. 400.000 GTA-Dollar, habt ihr auf jeden Fall einen Wolf im Schafspelz geschaffen. Der dritte Wagen ist der Sultan, als normale Version. Dieser kostet nämlich 12.000 GTA-Dollar. Das Handling ist extrem gut, aber der Grund, warum ich ihn in meine Top 3 der Wagen unter 100.000 Dollar einnehme, ist nicht, dass er besonders schnell oder besonders krass ist, sondern dass man einfach an ihm extrem viel tunen kann. Beim Sultan RS kann man zwar noch mehr tunen, allerdings kostet das auch wesentlich mehr. Hier kommen auf jeden Fall nochmal Kosten in Höhe von ca. 22.000 GTA-Dollar auf euch zu, wenn ihr diesen komplett durchtunen wollt. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch das Video wie immer gefallen hat und ihr das Ganze mit einem Like und einem Abo zeigen würdet. Wenn ihr öfter so ein Video haben wollt, dann schreibt mir doch einfach mal Hashtag mehr in die Kommentare. Wenn nicht, dann Hashtag weniger. An der Stelle bin ich auf jeden Fall raus. Ciao, haut rein. Peace.